Profis bitte Augen zu halten. Das ist schon kein schöner Anblick. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Ich kaufe wirklich gerne bei MPB ein, weil die sehr viel gebrauchtes Equipment haben zu wirklich guten Preisen. Hier kaufe ich nicht nur auf Nikon-Objektive ein, sondern auch mal Buddies, aber ich kann die auch einfach super wieder hier verkaufen. Doch hier findet man nicht nur gebrauchte Artikel, sondern manchmal sogar defekte Sachen. Die werden dann als Reparatur oder Ersatzteile gelistet und manchmal findet man in der Beschreibung auch Hinweise darauf, dass die Reparatur hier nicht so kompliziert sein dürfte. So auch bei dem 85mm 1.8, das ich mir hier bestellt habe. In der Beschreibung stand, dass hier der Blendenmechanismus und der Fokus noch funktionieren, nur der Autofokus macht Probleme und es soll angeblich etwas im Objektiv klappern. Das klingt ganz danach, dass der Stangenautofokus irgendwie locker ist und das habe ich tatsächlich schon mal repariert. Also schauen wir doch erstmal hinten ins Objektiv rein, was der Stangenautofokus denn hier macht. Und hier ein bisschen juckeln, bis wir das Bajonett abhaben und dann sollten wir eigentlich auch schon einen Blick auf den Stangenautofokus haben. Okay, da haben wir es. Und auf den ersten Blick, sieht hier eigentlich alles ganz normal aus. Hier ist der Blendenmechanismus, der funktioniert wie gesagt ohne Probleme. Aber der Stangenautofokus sitzt da, wo er soll und macht scheinbar keine Probleme. Also machen wir das Teil wieder zu. Und dann ist mir aufgefallen, die Frontlinse ist lose im Gehäuse drin. Das wird hier auch das Problem sein, dass dadurch der Fokus wahrscheinlich verhakt und ja, wir nicht fokussieren können. An das Frontelement kommt man leider nur, indem man den Gummiring abmacht. Das ist eigentlich eine richtig schön nervige Arbeit, weil der von innen verklebt ist. Aber in diesem Fall kam ich da ohne Probleme unter und konnte den sogar einfach so vom Gehäuse nehmen, was schon mal seltsam ist. Und dann kam mir auch schon was zum Vorschein. 18.02.2010. Hier hat sich also jemand schon mal dran versucht und ein bisschen dran rumgefuscht anscheinend. Naja, schauen wir mal, ob wir das Frontelement trotzdem rausbekommen. Eigentlich muss man nur hier in einem dieser Löcher schauen, wenn man den Fokusring dreht, kommt hier irgendwann eine Schraube zum Vorschein. Wenn man die löst, kann man das Frontelement rausnehmen. Jetzt müssen wir es nur finden. So, und da haben wir sie schon. Aber wenn wir uns das mal genau angucken, eine Schraube kann man das nicht mehr nennen. Da hat irgendjemand so lange versucht, die zu lösen, bis nichts mehr vorhanden war von dieser Schraube. Ist natürlich ein Problem für uns. Wie kommen wir jetzt an das Frontelement ran? Mein letzter Lösungsansatz waren dann diese Ringe mit diesen Einkerbungen. Ich kenne es von meinem alten Maxutorf, dass man daran drehen kann und dann die Frontlinse ebenfalls rausnehmen kann. Hier ist natürlich dieser Ring im Weg. Aber wir drehen trotzdem einmal, bis wir diese Lücke hier geschlossen haben. So, das ging auch ganz gut. Und ich habe tatsächlich eher erwartet, dass dadurch die Linse noch lockerer drin sitzt. Aber die scheint jetzt bombenfest zu sitzen. Hier wackelt nichts mehr. Interessant. Der Fokusring lässt sich jetzt auch wieder besser drehen. Bauen wir das Ganze mal wieder zusammen und testen es aus. Und während ich so den Gummiring hier drauf setze, ist mir leider aufgefallen, dass meine Arbeit am Objektiv scheinbar ein bisschen viel Staub ins Innere geblasen hat. Ja, hier sieht man es ein bisschen, da sind auf jeden Fall jetzt ziemlich große Staubfuseln drin. Jetzt habe ich zwar ein mechanisch funktionierendes Objektiv, aber sehr viel Staub im Anschluss. Das geht so nicht. Und ich habe nochmal alles auseinandergenommen, also Profis bitte Augen zu halten. Das ist schon kein schöner Anblick, wenn man das erste Mal macht. Ich hatte auch ein bisschen Bammel, ob ich das nochmal wieder zusammengeschraubt bekomme, aber das war kein Problem. Ich habe hier von außen jetzt mit dem Blasebalg einfach überall reingepustet und gehofft, dass ich den Staub rauskriege. Und ich habe es geschafft. Kein Staub mehr drin, also alles wieder zusammenbauen, die Linsen nochmal ordentlich reinigen und dann haben wir ein richtiges Schnäppchen gemacht. 75 Euro hat das Objektiv gekostet. Der Normalpreis dieser Dinger gebraucht liegt eher bei 150 bis 200 Euro. Guten Morgen. Ich bin gleich mal los in die Fischbeker Heide bei Hamburg, um das frisch reparierte 85er zu testen. Soweit funktioniert alles. Der Autofokus läuft wieder. Aber er fokussiert nicht auf unendlich. Ich komme mit dem Objektiv nicht mehr weiter als, ich glaube, so 10 Meter von mir weg. Und dann ist Schluss. Dann ist kein Fokussieren mehr möglich. Aber ich glaube, weiter brauche ich es eh nicht. Also mit Glück habe ich hier ein richtiges Schnäppchen gemacht für 75 Euro.
Ich blende hier mal ein paar Beispielbilder ein, auf denen ihr es sehen könnt. Wie gesagt, nah fokussieren, überhaupt kein Problem. In die Ferne, Problem. So, wie man an den Beispielen sehen kann, haben wir im optischen Bereich keinerlei Probleme mit dieser Linse. Das funktioniert noch 1A, die Schärfe ist wirklich super. Sehr schwache Tiefenschärfe, sehr tolles Bokeh, gefällt mir richtig gut. Aber wie gesagt, der Bereich hier ein paar Meter vor mir, dort zu fokussieren, auch mit Autofokus, ist gar kein Problem. Wenn ich jetzt aber nach hinten fokussieren will, wie auf diesen Baum, das geht nicht mehr. Man sieht, der Baum wird einfach nicht scharf, wenn ich hier bei Blende F2 bin. Eine Lösung wäre natürlich zu sagen, ich fotografiere halt auf Blende F16 und habe alles scharf, aber das ist kein Look, der mir gefällt. Naja, ich brauche wahrscheinlich eh nicht mehr, als ein paar Meter vor mir zu fokussieren. Das ist der Bereich, in dem ich am meisten arbeite. Von daher ist das für mich ein schönes Schnäppchen geworden. Mal sehen, ob ich dafür noch ein paar schöne Einsatzmöglichkeiten finde demnächst. Das war's erstmal von mir wieder. Bis bald!